Die Thüringer Polizei hat einen. Nach einem Fehlstart mit nur einem Sieg aus 4 Partien kehrte der FC Carl Zeiss Jena gestern immerhin mit einem Unentschieden aus Heidenheim zurück. Das 0:0 war gewissermaßen eine Form der Wiedergutmachung für den blamablen Auftritt am letzten Wochenende daheim gegen Preußen Münster. Und vor allem spielerisch konnte Jena diesmal überzeugen, meint Beobachter Bodo Böck. Großes Engagement beim Trainer, viel Leidenschaft bei den Spielern. Eine Steigerung gegenüber Preußen Münster. Vielleicht war sogar mehr drin als dieses 0:0. Jovanovic beschäftigte Lehmann. Jena spielte Fußball. Sie kombinierten geschickt. Über Schulz und Henge, beide erstmals zusammen im defensiven Mittelfeld, und wieder Jovanovic. Velimir Jovanovic kaum zu stoppen. Er besaß 3, 4 sehr gute Möglichkeiten. Heidenheim gelang ja ein furioser Saisonstart. 10 Punkte aus 4 Spielen. Gegen Jena taten sie sich schwer. Alexander Vogt und Sebastian Henge erspielten sich mit viel Gefühl eine Top-Chance. Göhlert stört gerade noch rechtzeitig. Heiko Weber hatte vieles verändert im Team. Mit Euling Schulz war noch nie so offensiv wie in Heidenheim. Hatte das 1:0 vor den Füßen. Das war eine neue Situation für mich. Ich habe das erste Mal auf der 6 gespielt und ich habe mich gut durchgetankt. Und am Ende hatte ich ja 3 Gedanken auf einmal sozusagen. Und im Endeffekt, okay, die kann man schon machen. Auch die Gastgeber besaßen ihre Möglichkeiten, aber die hielten sich in Grenzen. Jena überstand auch die letzten Minuten in Unterzahl. Zickert hatte gelb-rot gesehen. Es blieb beim 0:0. Ein Punktgewinn in Heidenheim. Immerhin. Überstand auch die letzten Minuten.